Hi, herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog, diesmal ohne großes Brimborium, ohne viel Geschneide und so. Hier siehst du keine Wizard 101 Folge, du bist wahrscheinlich total überrascht. Wenn du zu denjenigen gehörst, die nicht aufgepasst haben die ganzen letzten Wochen, es gibt jetzt eine Wizard 101 Pause bis zum Sommer, ein genaues Datum habe ich noch nicht. In dieser Zeit werde ich einige Sachen auf meinem Kanal ausprobieren. Einige neue Spiele, viele Spiele werde ich anzocken, ausprobieren, ob sie mir gefallen, ob sie euch gefallen. Ich werde ich werde so ein bisschen von diesen ganzen Singleplayer-Spielen weggehen, weil die ziehen einfach auf meinem Kanal nicht. Ne? Ich habe hier Heaven's Hope und Black Mesa, das ist zwar ganz nett und cool, das werde ich auch zu Ende spielen, klar, aber die Views sind unter 100, manchmal sogar nur 50 Views pro Video und das bei 6200 Abos. Irgendwas stimmt da nicht, ne? Ja, ich war jetzt gerade auf dem Alliance-Netzwerk-Treffen, dazu gibt es noch am Wochenende vielleicht einen kleinen Vlog und einen Spezial-Vlog. Naja, und es gibt etliche aus meinem Netzwerk, die sind 2 Jahre dabei oder so und die sind schon bei 80.000, 90.000 Abos. Und ich mache hier seit 2011 Let's Plays und krauche hier noch bei 6.2 rum. Da ist irgendwo ein Stolperstein in meinem Kanal. Deswegen wird sich hier einiges ändern. Wizard 101 wird natürlich weitergehen. Keine Sorge, aber wie gesagt, ich brauche jetzt mal eine Wizard 101 Pause. Ihr auch. Nur mal ein bisschen meinen Horizont möchte ich erweitern. Ja, das sind etliche Minecraft-Multiplayer-Spiele. Ich habe mir Counter-Strike Go gekauft, weil ich es unbedingt mal ausprobieren möchte. Es spielen so viele Leute und habe so einen Fun damit. Da muss ja irgendwas dran sein, oder? Ich möchte mal ausprobieren. Ich habe ein neues Barbie-Spiel auf dem Flohmarkt gefunden. Mal gucken, ob ich es überhaupt ans Laufen kriege. Ansonsten ja, gibt es demnächst noch ein Together-Projekt mit dem Losi, ja, und mit dem Kai McCookie Player. Da steht noch was an, was schon seit langem geplant ist. Bitte jetzt keine Anfragen, ich möchte auch ein Together mit dir machen. Ich habe viele, viele andere Sachen noch auf der Agenda stehen, aber die beiden, die sind auch bald mal endlich dran. So. Aber eigentlich habe ich im Titel, glaube ich, was anderes geschrieben von diesem Vlog. Denn es gibt eine ganz tolle Überraschung. ich bin jetzt ein bisschen mit Gameforge in Kontakt getreten, habe jetzt einen guten Kontakt aufgebaut und ja, da gibt es demnächst eine kleine Verlosung hier bei mir auf dem Kanal oder auf Facebook, ne? Nicht auf YouTube, was habe ich davon, nicht so viel. Ich möchte, dass meine Facebook-Seite mal ein bisschen mehr Reichweite bekommt, deswegen werde ich dieses Verlosungsvideo hier im Vlog ankündigen, dann irgendwo verlinken auf das Video auf Facebook, glaube ich, irgendwie so, ja, damit da mal ein bisschen mehr Schwung in die ganze Sache kommt. Und da gibt es was zu gewinnen. Ja, ich kriege nämlich was zugeschickt. Es ist jetzt keine riesengroße Sache, aber es ist doch was, was nicht jeder hat, irgendwas etwas Exklusives. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht mache ich auch ein Pack-Opening damit. Mal sehen, mal sehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch schon. Und ja, es wird demnächst keine Wizard 101 Videos mehr geben. Wie gesagt, es ist im Sommer. Wieder keine Let's Play Wizard 101 Videos. Aber vielleicht gibt es noch das ein oder andere Spezialvideo. Wie zum Beispiel ein kleines Pack-Opening. Denn ich habe auch was geschenkt bekommen von Gameforge selber und das möchte ich gern im Video mit euch gemeinsam öffnen. Also behaltet den Kanal weiter im Auge. Es gibt hier noch viel zu entdecken. Viele alte Spiele, Stacking, Mystery of Mordlake Mansion, da sind ein paar Schätze dabei. Guckt euch mal richtig um. Ansonsten kommt hier natürlich auch jeden Tag ein Video. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt alles geschehen wird hier. Und freue mich aber auch sehr auf Wizard 101 Folge 1001 irgendwann. Bitte fragt mich nicht nach einem Termin. Fragt mich bitte auch nicht, wann das nächste Treffen ist. Auch das findet dann im Sommer wahrscheinlich statt. Und fragt mich nicht nach einem Treffen und so weiter. Habe ich alles schon so oft beantwortet. Demnächst geht es weiter. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß und ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht. Ja.
Macht's gut. Tschüss.